Jeder Mensch ein Unikum, einzigartig und dennoch mit den gleichen Wurzeln. Die Entstehung des Menschen in seiner heutigen Form. Es ist eine Zeitreise 190.000 Jahre in die Vergangenheit. Professor Dr. Jürgen Richter begeht diese jeden Tag. Am Institut für Ur- und Frühgeschichte erforscht der 53-Jährige die Entwicklung des modernen Menschen. Das Ziel ist eigentlich, die Umstände der Menschheitsgeschichte genauer kennenzulernen und damit auch uns selber in unserer Welt verorten zu können. Eine Herausforderung, nicht nur deshalb, weil ein Großteil der Erde archäologisch noch gar nicht erfasst ist. Für die Mammutaufgabe Menschheitsgeschichte arbeiten unter anderem die Universitäten Köln, Bonn und Aachen zusammen. Das aktuelle Projekt Our Way to Europe beschäftigt sich dabei insbesondere mit der Besiedlung Europas durch den modernen Menschen. Da geht es eigentlich um unsere Stellung als Spezies, Homo sapiens sapiens, in der Weltgeschichte, unsere Entstehung in einem relativ kleinen Raum, das Populationswachstum, das dazu geführt hat, dass wir heutige Menschen uns eben ausbreiten konnten auf ganz weite Gebiete der Erde. Und es geht eigentlich, wenn man innerhalb der Geschichtswissenschaften sich das betrachtet, in einzigartiger Weise darum, einmal zu sehen, wie unsere Vorfahren mit anderen Menschenarten ausgekommen sind, wie die sich zu anderen Menschenarten verhalten haben. Ihre Arbeit führt die Forscher dabei weit über die Grenzen Europas hinaus. Afrika gilt als die Geburtsstätte des Homo sapiens, also des Menschen in seiner heutigen Entwicklung. In Äthiopien sind die Forscher dem modernen Menschen auf der Spur. Da sind wir auch gleich im Zentrum dieses Themas. Wir wissen seit eigentlich, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren, dass das südliche Äthiopien und Kenia zu den Kernursprungsgebieten des modernen Menschen, also der Menschen unseres Typs, gehört, dass wir dort die ältesten Fossilien unserer Art vermuten müssen. In 2500 Metern Höhe graben die Forscher seit Jahren eine riesige Höhle. Der Blick auf die Gesteinsschichten erzählt den Archäologen die Historie der vergangenen 50.000 Jahre. Fossilien, Artefakte und zahlreiche Rückstände der damaligen Vegetation zusammengepresst auf einem Meter Gestein. Ein Tagebuch der menschlichen Entwicklungsgeschichte. Homo sapiens, das ist nun eine Gruppe innerhalb der Menschen, der Menschenartigen, die extrem eng miteinander verwandt ist. Also alle heute lebenden Menschen sind sehr eng miteinander verwandt und stammen von einer relativ kurzen Abstammungslinie ab, verglichen mit anderen Tierarten. Die vergangenen Jahrzehnte waren für die Erforschung der Menschheitsgeschichte besonders erfolgreich. Dank der neuen Techniken lassen sich fossile Funde mit immer größerer Genauigkeit datieren. Anhand dieser Daten haben sich bis heute zwei Theorien darüber abgezeichnet, wie der Mensch den Weg nach Europa gefunden hat. Aus Afrika breitete sich der Homo sapiens vor allem nach Norden und Osten aus. Viele Forscher vermuten derzeit, dass sich die menschliche Population über das heutige Israel, Eurasien und die Türkei nach Westeuropa ausbreitete. Die zweite Theorie geht davon aus, dass der Weg eher westlich über die Straße von Gibraltar verlief. Welchen Weg die menschliche Rasse tatsächlich genommen hat, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Die Erforschung der Menschheitsgeschichte lässt also noch viel Spielraum für neue Entdeckungen. Mich persönlich fasziniert, dieses Erlebnis zu haben, dass vielleicht dieser Gegenstand, den man jetzt gerade gefunden oder ausgegraben hat, vielleicht vor 200.000, 300.000 Jahren einem Menschen etwas bedeutet hat. Und die Frage natürlich, was hat das bedeutet? Was hat dieser Gegenstand eigentlich im Kontext des damaligen Alltagslebens für eine Funktion gehabt? Was kann der uns über die Geschichte unserer Vorfahren erzählen? Unser Weg nach Europa. Es ist und bleibt ein faszinierender Blick in die Vergangenheit. Auch in der Zukunft.